Hallo zu einer neuen Ausgabe der UV-Video-Wochenschau. In Neunkirchen kann Ende Oktober im neuen Baugebiet an der Holldorfer Straße gebaut werden. Dort vermarktet die Volksbank 41 von 46 Grundstücke. Das Tiefbauunternehmen Dallmann hat nun mit der Erschließung begonnen. Und Landwirte in Not sollen bis 2020 weniger Steuern zahlen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Holzenkamp macht sich auch für weitere Hilfen stark. Er gehört zu den Verfassern des Paktes für die Landwirtschaft. Den hat die Unionsfraktion im Bundestag beschlossen. Weitere Infos zu diesen Themen gibt es am Freitag in der UV. Die Urlaubsplanung ist fast abgeschlossen. Eins fehlt noch, die UV muss noch mit. Und wie das funktioniert im Urlaub und wie das ganz bequem möglich ist, auch im Urlaub, das zeige ich euch jetzt. Wählt einfach auf www.uv-digital.de unseren Reiseservice aus, dort den Zeitraum des Urlaubs angeben und schon geht's los. Euren Zugang schalten wir sofort frei und die UV kommt mit in den Urlaub. Von Samstag bis Montag findet das Lohner Schützenfest statt. Los geht es am Samstag um 10 Uhr vor dem Rathaus mit einem Platzkonzert. Und auch in Campemoor wird 3 Tage lang Schützenfest gefeiert. Weitere Infos hierzu findet ihr dann in der UV. Held auf!